Yo! Hallo! Ja, wir sind wieder zurück. Ich bin schon wieder müde. Zu einer weiteren Aufnahmesession. Und zwar Minecraft. Heute mal mit Regen. Und ich rede wie ein behinderter Kommentator. Der Regen macht, meine Frames zu Tode. Aber der Regen ist nicht von langer Dauer. Nein, Spaß, ey. Ich dachte schon, jetzt denkt ihr euch sicherlich, was läuft mit denen falsch? Ja. Alles, was das Herz begehrt. So, wir vielleicht... Ja! Was? Ah. Vor 740 Sekunden. Das heißt, in den nächsten paar Minuten wird's wieder regnen, lol. Und wir haben andere Texturen. Juhu! Nein. Wir haben noch das gleiche Texture Pack. Nur wurde das Texture Pack überarbeitet. Zwischen Silvester und Neujahr. Ich wollte sagen, zwischen Silvester und Neujahr, dabei ist es ja dasselbe. Nicht unbedingt. Ja. Ja. Irgendwo hier ist ein Skelett. Also, und wir dachten mal. Wir gehen mal in die zweite Welt. Zweite Welt? Never, we are coming. Okay, du gehst in den Nether, ich baue hier nach oben. Ach ja, ich wollte eigentlich Sand suchen gehen, immer noch erfolgslos. Ja, okay. Sand? Ich gehe echt mal Sand suchen. Ich hoffe, diesmal bin ich erfolgreicher als letztes Mal. Ja, hol Sand. Und was machst denn du hier? Ach ja, wir haben ja hier gesagt, dass wir hier so eine Glaswand nachher machen, also so eine Aussichtsdingens, ne? Ja, genau. Alter, das ist auch schon ewig her, dass wir hier waren. 2 Tage, ne? Oh, meine Fresse, ey. Ich muss mich zuerst mal zurechtfinden, wie das Ganze ausschaut. Hallo? Nein! Till, nein! Ich schmeiß dir Bogen an. Pfeile, ist nicht Bogen, Pfeile. Pfeil und Bogen, zusammen sind sie stärker als jeder Stahl. Und dann könnten wir auch noch solche Slabs hier nach vorne platzieren. Ja, finde ich schön. Slabs irgendwo in der Landschaft rum platzieren. Diesen Dingenskirchen. Wie hieß Garmisch-Partenkirchen, nicht? Ah, Autosaving, super. Nein, diese Dingens da, diese Sensoren oder wie die auch immer heißen, da wo man, wenn man drüber läuft, dass sie dann... Aus, ja. Also wenn man drüber läuft, dass die Tür dann aufgeht. Den Namen vergessen. So sieht's nämlich aus. Ah, Pressplatte oder so. Ja, Treasure, nee. Crystalplate oder so. Ja, irgend sowas in der Art. Aber, wo muss ich hin für Sand? Für Sand? Keine Ahnung. Weißt du, welche Koordinaten, weißt du, wo was... für Süden ist, was für Norden ist. F. Moment. Zur Orientierung. F. Die Sonne geht. Moment, die Sonne geht im Westen auf, oder? Drück doch mal F3 und dann siehst du, in welche Richtung du schaust, du Eumel. Hier steht nur F O E. E B B T. Hä? ICB Planes B2S 5. Bei den Koordinaten unten. Ja, F, ah, South. South. Das heißt ja nicht saufen, sondern Southpong. Doch, es heißt saufen. Je nach Definition natürlich. Stimmt schon, hast du recht. Also ich renn mal Richtung Süden. Oh, schon Sand gefunden, haha. Oh, das ging schnell. Unsere Hütte haben wir auch irgendwas in der Art. Wir haben eine offene Hütte. Wir haben eine offene Hütte. Warum? Ja, ich spuddel hier das Zeug auf. Alter Mann, es wird Nacht. Ich komme wieder zurück. Mach hier einen schönen Eingang für die Zombies. Ja. Hast du überhaupt DSDS geschaut am Mittwoch? Nö. Schau DSDS aufs Prinzip gar nicht. Ich find's lustig, da war am Mittwoch war so ein Psycho-Mädchen da. Ah, ja, das Video habe ich gesehen. Ey, das war so krass, ne?
da hat die zuerst voll auf nett getan und dann plötzlich ist sie wieder von einer anderen Sekunde voll wieder zur Beleidigung hinübergegangen und alles. Ich konnte nicht mehr. Und die Jury hat da so gesessen, als ob sie Schiss hätten vor der, ne? Die, naja, jedermanns Sache selbst von Hand. So, Kunststein, wir brauchen Glas. Hast du irgendwo Glas in der Nähe? Nö, ich habe gesagt, ich gehe Glas suchen. Sand? Ich habe dafür 35 Sand gefunden. Gut, schmeiß ihn mal in die Öfen hier unten, bei mir. Und ich hab Lehm gefunden. Ja, hab ich auch. Okay. Irgendwo habe ich die Scheiße auch noch. Wohl im Inventar. Okay, das ist sehr, sehr, sehr gut. Glaube ich, 2 Stacks oder so in der Art. Ja, perfekt. Und eigentlich wollten wir hier noch so einen Brunnen machen vor dem Haus. Wir hatten sehr viel vorgenommen und sehr wenig gemacht. So sieht's aus. Ja, es ist einfach zu wenig Zeit. Man muss wirklich sagen. Und immer wieder findet man wieder was Neues, was man machen kann. Und ja. Wir machen einfach mal das, auf was wir Bock haben. Ist immer am besten. Schlafen, ich bin schon wieder müde. Oh nee, ich hab heute vielleicht, was waren's, 4 oder 5 Stunden gepennt, aber ist mir scheißegal. Ja, wo kommt Lehm hin? Ziegelsteine? Steht nirgends. Steine? Ja. Ich habe einfach mal Clay-Blöcke gemacht. Wo? Für mehr Platz. Na, das spart um einiges mehr Platz. Ansonsten könnten wir hier ein bisschen räumen, die Sache. Du hältst Stellung da vorne, oder? Dann kann ich hier weiter kloppen. Dein Monster sind böse. Hallo Zombies! Zombie. Ach ja, wie jetzt schon einige wissen, die uns regelmäßig schauen beim Let's Play, unten in der Beschreibung ist der Link zum jeweiligen dem anderen aus dem anderen seine Sicht. Und ja. Behinderter als behindert. So. Ja. Also falls ihr Bock habt, dass ihr schauen wollt, wie der Till solche Scheiße baut, dann klickt unten mal unter meinem Video in den Link. Falls ihr sehen wollt, wie ich hier gerade sterbe, dann klickt unter seinem Video unter den Link. What the fuck, dieses Deutsch von mir heute. Deutsch für Idioten. Echt, ey, meine Grammatik ist sowas von am Arsch, im Arsch. Am Arsch, im Arsch? Ja. Wusstest du, dass Beethoven ein Lied komponiert hat, das oder war es am Mozart oder keine Ahnung, einer von beiden, der hat sein Lied genannt, irgendwie Leck mich im Arsch. Ja, schön für den. Kann ich nur unterschreiben. Ich frage mich, wie man als solcher gebildeter Mensch mit auf den Namen Leck mich im Arsch kommt. Ja, Vorzüge, Vorlieben. Vielleicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Vorlieben. Gibt ja auch, ja, haben wir wahrscheinlich schon 1000 Mal drüber geredet, aber Eltern im Netz ist ja auch wieder so eine scheiße Laber. Kack. Ach du heilige Machele, was da erzählt wird von... Scheiße, Spitzhacke. Ja, sollten wir aber eigentlich wieder mal vorbeischauen. Hat okay. Sicherlich wieder neue Sachen gegeben dort. Hast du irgendein Gerät in der Nähe? Ein Handy, aber... Spontan ja. Mal draufschauen? Keine Ahnung. Ich brauch Holz, eindeutig Holz. Könnte ich, mit meinem Z1. Aber wenn ich jetzt... Oh, man hört, hat's man gehört? Jupp, ein bisschen. Erde, Holz, hier, Holz. Stöcke! Und an die Crafting Box. Jetzt wollte ich eigentlich was suchen gehen, aber ich bin im WhatsApp. Ah. Ja, wieso nicht? Eine Spitzhacke, 2 Spitzhacke. Okay, Eltern im Netz. 4. Eltern im Netz. Währenddessen laufe ich hier. Spontane Aktionen? 16, nein, es hat sich nichts Neues gegeben. So erkennen sie, ob ihr Sohn schwul ist. Ist das eine Krankheit oder was? Ja, ey, ich schwör's dir, oder diese 16 Stunden LAN-Party, ne? Wo, was, wie, hab ich jetzt was verpennt?
Da haben wir ja gelesen, was LAN-Party heißt in Wirklichkeit. Irgendwas mit Lonely Noobs oder irgendwie sowas. Nerds oder sowas, ja. Ja, die sind auf jeden Fall ein bisschen behindert in dieser Art. Was die da für Scheiße schreiben die ganze Zeit. Also es ist unerträglich, könnte ich fast mal sagen. Das ist ja krankhafte Psychonormalität des Wahnsinns aus Entenhausen. Oder so. Ja, wie kommst denn du auf Entenhausen? Hast du so viel DuckTales geschaut? Gibt's die eigentlich noch? Nur mal so in. Ich glaube, Disney XD bringt so eine Scheiße. Noch regelmäßig. Aber Wirklichkeit, ich weiß es nicht. Super RTL vielleicht. Ja, RTL abgeschrieben. Ja. Kacke. Aber RTL, ne, da läuft so eine Kinderkacke, Mann. Ne, ich meine auch, die sind so kreativ im Namen erfinden. Also, da kommt Super Explosiv. RTL. Weißt du, ein Explosiv kennst du sicher. Ja. Und nach Explosiv, was kommt denn da? Klatsch und Tratsch. Nee, nach Exklusiv kommt Explosiv. Oh lol. Ist auch, das geht etwa um die gleiche Scheiße wie in der jeweiligen anderen. Die waren sehr kulturell, als sie den Namen, erfunden haben oder entdeckt haben. Und ich weiß jetzt schon, wie der Thumbnail von dieser Episode hier ausschaut. RTL Exklusiv. Jetzt berichtet live vom Bundestagwahl. Ja, ich find's auch übelst beschissen. Jetzt kommt ja wieder das Dschungelcamp. Gibt's das immer noch? Ja. Wurde das nicht abgesetzt? Deutschland sucht einen Superstar. Wurde das nicht abgesetzt wegen Dirk Bach oder so? Oder habe ich da was verpennt? Naja, stimmt, Dirk Bach. Nein. Der war ja letztes Jahr war ja schon ein anderer da, anstatt Dirk Bach. Stimmt. Schau ich eigentlich gar nicht, nur wann war das letzte Mal, dass ich den Scheiß geguckt habe? Genau! Also ich guck jedes Jahr. Mit meiner Mutter habe ich kurz reingeschaut, da es Ferien waren, wir nichts zu tun hatten, uns langweilig war und naja, nichts anderes im Fernsehen kam. So war das, glaube ich, da. Damals noch. Aber oh lol, ich bin auf Lava gestoßen, weil ich Sand buddeln wollte. Da ist sehr früh. Ja. Aber ich gucke es eigentlich noch regelmäßig, weil ich finde es lustig, was die sich antun. Anus-Gedünse von Straußen essen und das. Ich finde das ein bisschen sadomaso. Also, lieber nicht, meine ich jetzt so in der Hinsicht. Ich finde das ein kranker Psycho-Shit. So, wenn man es ernst nehmen will. Was kann man nicht ernst nehmen, so ein kranken Scheiß? RTL kannst du eigentlich wirklich nicht ernst nehmen. Das Lustigste finde ich ja, sie haben bei DSDS haben sie schon die ins Recall gekommen haben, schon gepostet, bevor die Sendung losging. Also das ist ja lustig. Oder den Fail, dann wussten sie schon, wer den Final gewinnt, obwohl das Voting noch gar nicht fertig war. Ja, es ist ja eigentlich so, aber das stimmt schon, weil es ja in 5 Minuten unserer Zeit verzögert ist im Fernsehen. Das Internet halt 2 Sekunden oder so. Nee, durchschnittlich glaube ich. Aber 60 eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher. Ah. Das nehmen sie wahrscheinlich wegen Schneiden und so früher auf. Oder niemals, niemals. Deshalb sagen sie ja die richtige Zeit und so, ne? Und ich denke mal nicht, dass RTL so viel Hirn hat und so gut rechnen kann. Dass sie schon die Zeit voraus wissen. Das stimmt auch wieder. Da hast du mal einen Punkt für dich. Mohaha, 1-0 für mich. 1-0 für uns gegen RTL, so sieht's aus. Ja, die Gamer gegen RTL. Aber es ist auch so ein scheiß Phänomen. Ich finde sie eigentlich dieser Beitrag nicht eher, wie soll man sagen, nicht beleidigend, sondern eher lächerlich. Also,
So finde ich den jetzt irgendwie eher. Echt? Ja, lächerlich gegenüber RTL.